Am 1. Juni-Wochenende wurde in Wismar an zwei Tagen der Welterbetag sowie 20 Jahre Welterbe Stralsund und Wismar gefeiert. Die offizielle Eröffnung der zentralen Veranstaltung anlässlich des bundesweiten Welterbetages fand am Pfingstsonntag auf dem Marktplatz statt. Im Mittelpunkt des Programms stand das weltweit bekannteste Schutzinstrument für das Kultur- und Naturerbe, die Welterbekonvention von 1972. Unter dem Motto 50 Jahre Welterbekonvention, Erbe erhalten, Zukunft gestalten, verraten die Städten, was sich hinter der Welterbeidee der UNESCO verbirgt und warum sie heute und zukünftig wichtiger ist denn je. Maria Böhmer, Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission, erläuterte die Welterbeidee in der Hansestadt Wismar während ihres Grußwortes. Dieses Motto trifft den Kern der Welterbekonvention, denn die größte Verpflichtung, die eine Welterbestätte hat, ist Schutz und Erhalt. Aber Schutz und Erhalt bedeutet nicht, dass man eine Käseglocke drüber stülpt, dass man nur konserviert, sondern es geht um Weiterentwicklung, und zwar eine nachhaltige Weiterentwicklung in dieser Zeit. Und das erlebe ich hier in Wismar in ganz besonderer Art und Weise. Für Bürgermeister Thomas Bayer ist allein das Jubiläum 20 Jahre Welterbe Stralsund und Wismar schon etwas ganz Besonderes. Dass dann auch noch die bundesweite Eröffnung des Welterbetages in Wismar stattfinden kann, freut ihn umso mehr. Das ist auch ein Tag, wo man dann mal zurückschaut auf die letzten 20 Jahre. Und ich glaube, da dürfen die Bürgerinnen und Bürger Wismars wirklich stolz sein, denn sie haben ja mitgewirkt. Also es ist ja nicht so, dass wir das als Stadt hier irgendwie alleine pflegen können, das Welterbe. Es sind viele private Bauherren, die ihre Denkmäler saniert haben und sehr liebevoll saniert haben. Ja, manchmal vielleicht auch gestöhnt haben, wenn die Denkmalpflege noch dies und jenes verlangt hat oder auch der Sachverständigenbeirat dann noch mal ein bisschen gedrückt hat. Und letztlich dient das aber der Qualität eines solchen großen Flächendenkmals. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gehörte ebenfalls zu den Gratulanten. Neben Glückwünschen und anerkennenden Worten verwies die Regierungschefin darauf, dass es im Land noch weitere Orte gäbe, die es verdient hätten, Welterbe zu werden. Zum einen Rostock mit seiner astronomischen Uhr in der St. Marienkirche und zum anderen das Residenzensemble Schwerin. Wir bewerben uns mit dem Schweriner Schloss und dem Ensemble drumherum für das Weltkulturerbe. Das ist ein ganz langer Weg und natürlich haben wir heute hier geworben. Wir sind ja heute in Wismar am Welterbetag und ich hoffe sehr, dass wir diese Bewerbung zum Erfolg führen. Beim Welterbetag in Wismar präsentierten sich an beiden Tagen über ein Dutzend Welterbestätten und Welterbeinstitutionen auf dem Marktplatz. Und so war es nicht verwunderlich, dass auch die Landeshauptstadt Schwerin mit einem Stand vertreten war, um den aktuellen Bewerbungsstand zu präsentieren. Die Idee, die ist schon ziemlich alt und seit 2014 sind wir auf der Tentativliste, das heißt auf der Vorschlagsliste. Und jetzt stehen wir sozusagen kurz vor dem Ziel. Ende des Jahres wird der offizielle Antrag von der Bundesrepublik Deutschland an die UNESCO übergeben. Nächstes Jahr wird dann seitens der UNESCO geprüft und in 2024 steht dann die Entscheidung an. Ob Schwerin und Rostock sich in Zukunft in die Reihen des UNESCO-Welterbes einreihen können, bleibt abzuwarten. Eine Bereicherung für die 1154 UNESCO-Welterbestätten in 167 Ländern wäre es auf jeden Fall.